Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Call of War. Ja, wir gucken erstmal gleich unsere Forschungen durch. Was wir denn da so machen können. Da können wir mal eine Forschung starten. Flugzeuge haben wir noch nicht ganz durch. Das ist nur Ukraine, aber mit Ukraine? Gehörte mal zu Ukraine, ja. Unbekannte Armee. Da kreisen sie mal ein bisschen wieder. Erstmal jeden durchmarschieren. Der muss auch dahin. Ein neuer Infanterietrupp. Nee, da bricht eine Rebellion aus. Das lassen wir mal. Bei einer Rebellion anscheinend, ne? Ach was, da haben wir noch einen Spieler, der mitspielt. Das ist doch schön. Marschieren die dahin. Die können dann stehen bleiben. Die marschieren zwar vor, aber egal. Dieses Bataillon bleibt da stehen. Und wandert dann dahin. Einmal dahin. Einmal dorthin. Und der geht auch mal dahin. Gucken wir mal, dass wir hier die Truppen so ein bisschen bewegen. Ja, mehr kann ich jetzt gerade nicht machen, ne? Wo ist denn Oblin? Weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Ist ja auch egal. Dann sehen wir uns nächsten Tag. Hallo, meine Freunde. Willkommen zum nächsten Tag von Call of War. Unsere Truppen bewegen sich ja hier noch ein bisschen. Wir haben auch einiges auch an Fußtruppen hier übrig. Aber tatsächlich lasse ich mal hier ein paar Truppen in die Richtung bewegen. Da qualmt noch.
Eine Attacke. Da müssen Truppen hin. Da müssen die auf jeden Fall bombardieren. Der muss da hin. Irgendwo ein Infanterietrupp. Da habe ich einen. Ja, super. Ewig weit weg, ne? Brauch mehr Infanterie. Produzieren. Da gibt es eine Akademie. Propaganda nochmal bauen. Da sowieso Propaganda. Reparieren. Und auch Truppen ausbilden, ne? Da geht nichts, das ist richtig blöd mit dieser scheiß Werbung, ne? Das flackert dann immer hin und her. So ein Propagandagebäude wieder. Rekrutierungsgebäude. Nicht vergessen. Dann ploppt auch noch sowas auf hier. Wir müssen halt ganz viele Truppen bauen. So viele Truppen können wir auch gerade aktuell nicht bewegen. Wenn, dann können wir hier ein paar Positionen halten. Auf jeden Fall eher jetzt ein bisschen besser raus, wie das genau funktioniert. Ich komme hier gerade gar nicht so gut voran. Mal da auch welche hinsetzen, obwohl die Schiffe noch nicht da sind, aber was soll's, ne? Brauchen halt die Truppen, dann würde ich mal sagen, bis heute Abend. Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer, willkommen zurück. Wir haben mittlerweile jetzt auch hier Krieg. Das ist nicht so geil. Aber was soll ich machen? Wir gehen hier langsam unter in den Kriegen. Viele. Da kann der helfen, der kann hier vorrücken. Es ist viel zu viel los hier. Viel zu viel. Ja, der Krieg ist gerade ein bisschen anstrengend hier, würde ich mal so sagen. Würde ich mal so sagen, dass er aktuell ein bisschen anstrengend ist.
Die sollen sich mal so schnell wie möglich hierhin bewegen. Weiß, dass es nichts bringt, dass die Flak wahrscheinlich direkt abschießt, aber ich muss da irgendwas kontern. Der schießt ja sowieso wahrscheinlich wie blöd umher. Alles, was sich bewegt. Aufteilen. Kommt auch ein Drop, ne? So. Reisen soll der nämlich auch hier. Da kommt auch noch ein bisschen Unterstützung dazu. Gucken wir mal, wie das so weiterläuft. Ich würde mal sagen, wie es natürlich weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge bei Call of War. Bis dahin, ciao.